Kann ich dir was helfen? Wie kommst du denn auf das? Ich bin mir ein schlechtes Gewissen, wenn ich vor dir im Bett bin. Schließlich bekommst du gerade du dazu, immer hinter uns allen den Dreck wegzuräumen. Ich meine ja nur, warum du auf einmal auf solche Gedanken kommst. Die Ursache wollte ich wissen, sonst nichts, weißt du? Eigentlich keine Ursache. Vielleicht der Artikel, den ich da gerade lese, du. Also lese. Was liest denn? Ganz interessant. Warum Frauen älter werden als Männer? Sag mir bitte ja nicht, weil sie es sind, die mehr schuften. Sag mir das bitte jetzt ja nicht. Das steht ja gar nicht da. Sondern? Ganz komisch. Frauen steht da, nehmen sich nicht alles so zu Herzen, wie es Männer tun. Im Allgemeinen. Wer hat denn sowas geschrieben? Doktor. Na, ich meine, ein Mann oder eine Frau? Heinrich. Das wollte ich wissen. Verstehe. Wie kann man nur so naiv sein? Meinst du ihn oder mich? Ich fürchte, ich meine euch beide. Aber du solltest dir das nicht zu Herzen nehmen. Allzu sehr, meine ich. Du ja eh nicht. Quod erat demonstrandum. Hast mir das Wasser mitgebracht? Warum dir das immer erst einfällt, wenn ich schon lieg? 2 Sekunden früher und es ist eine Lappalie. Jetzt ist es eine Tortur. Na, bleib liegen, ich hol mir schon selber. Jetzt ist es bereits eine Lappalie. Musik zum Träumen. Hast noch eine Banane? Ja, nix. Animation für die nächsten 55 Minuten bieten die Orchester Herbert Rehbein, Jackie Gleason, Rex Howard, Jim Reeves, Johnny Mathis, Eddie Fischer. Ob du eine Banane für mich hast? Eine Banane oder einen Apfel, wurscht was, irgendwas, hast du was? Bist du hungrig? Ich verstehe, du hast nichts. Die Claudia hat die letzte Banane und der Heini hat... Der hat den letzten Apfel. Apfel war schon heute in der Früh keiner mehr da, aber der Heini wollte auch eine halbe, eine Banane und deshalb weiß ich, dass keiner mehr da ist. Macht ja nichts. Danke fürs Wasser. Bitte. Darf ich jetzt ins Bett gehen? Oh. Wenn man dich einmal um was bittet, das ist nicht nett von dir. Natürlich kannst du ins Bett gehen. Warte, gib mir meine Brieftasche, sei so lieb. Sie sind in der Tasche hinten, in der Hose. Ich will dir noch was zeigen. Und dann darf ich. Und leg die Hose wieder so hin, wie sie war. Bitte, Hasel. Hasel, das lieb ich was. Hasel. Wenn du das sagst, weiß ich immer schon alles. Hasel. Dabei habe ich das einmal geliebt, wenn du Hasel gesagt hast. Das hast du nämlich nur zu mir gesagt. Schatzel, Mausel und solche Sachen, das hast du zu allen gesagt. Aber, die da meinst du? Ich hab nur die eine und die kennst du ganz genau. Danke. Aber Hasel hast du nur zu mir gesagt. In den letzten Jahren allerdings nicht mehr mit demselben Inhaltswert wie früher. Jetzt sagst du es nur, wenn du dich über was ärgerst. Hasel. So sagst du es jetzt immer. Hasel. Gib's zu, du bist missgelaunt heute. Hm? Gib's zu, hab ich recht? Recht hast du immer, aber das ist auch schon alles. Hasel. Wir sind zu laut. Die Claudia kann ja nicht schlafen bei so einem Lärm. Die liest noch.
Lesen kann man auch nicht. Bei so einem Lärm. Ich hab begriffen. Im Grunde willst du nur ablenken von meinem Vortrag über das Substantiv Hasel, stimmt's? Stimmt. Das auch. Schau her. Die Brille. Welche Brille? Wenn du willst, dass ich das hier lesen soll, dann musst du mir bitte meine Brille bringen. Natürlich. Wo ist sie? In der Küche oder im Bad? In der Küche? Oder im Badezimmer? Au. In der Küche oder im Bad? Das ist lieb von dir. Ich wäre jetzt nämlich nicht mehr aufgestanden, das musst du schon verstehen. Sie war im Bad. Das ist ja die vom Heini. Also ich will nicht unsportlich sein und es wenigstens mit ihr versuchen. Es geht. Ja, es geht. Gott sei Dank. Nochmal, ob ich aufgestanden bin, weiß ich wirklich nicht. Ein Familienhaus, unterkellert, Feitingergasse, Bungalow-Charakter, Abstellplatz, Auskunft nur sonntags zwischen 8 und 11, Anzahlung 1 Million, der Rest. Na, servus. Auch noch ein Rest? Ja, aber die Lage. In unserer Situation erfressen, sage ich dir, wäre das für uns. Dann möchtest du mir sagen, woher wir das Geld nehmen sollen? Woher? Zusammen? Kratzen, ausbauen, aufnehmen. Und den Rest des Lebens zittern? Als ob sich das dafür steht? Ich würde es riskieren. An sich finde ich es ja gigantisch, so eine Idee. Aber ich kann halt nicht aus meiner Haut. Ich bin halt ein Realist von Kopf bis Fuß. Erstens bist du das gar nicht und zweitens ließe sich der Plan auch realisieren. Ich schwör das. Da fällt mir ein, hast du die Rechnung gesehen im Vorzimmer? Ich hab sie gestern schon dahin gelegt. Die vom Elektriker? Die vom Elektriker. Ich hab's gesehen, gestern schon. Werd sie auch bezahlen. Am ersten. Das ist so gut wie sicher. 1280 Schilling. Das ist viel Geld, Hasel. Wird verdient sein. Und es ist netto. Um 1280 Schilling auszugeben, muss ich 2000 verdienen, brutto. Das ist kein Pappenstiel. Und wir haben in den letzten Monaten wirklich Ausgaben genug gehabt. Bis an den Rand der Erschöpfung. Und da willst du 1 Million zusammenkratzen? Eine Million ist oft leichter zusammenzukriegen mit 1280 Schilling. Also jetzt wirst du frivol. So lebe ich jeden Tag. Ich werde ganz schlecht, wenn ich dir zuhöre. Ich sprich das mit dem Schorsch. Der studiert Jus. Er kann dir dann wenigstens sagen, was dich erwartet, wenn du dich auf so krumme Sachen einlässt. Das sind keine krummen Sachen, das ist die Realität. Aber nicht unsere. Wenn wir sowas tun, dann sind wir erledigt, bevor wir noch schauen können. Unser eins taugt nicht für solche Geschäfte. Dazu sind wir nicht erzogen. Sowas muss man können. Marianne. Schatzl. Mausl. Sag wenigstens Hasel. Angst, Hasel. Genau. Aber wir täten es doch für unsere Kinder. Siehst, genau das. Solange wir noch für einen Menschen zu sorgen haben, lassen wir uns aber auch auf gar nichts ein. Später mal vielleicht. Nur dann brauchen wir es nicht mehr. Eben. 1 Million. Und der Rest. Hasel. Vergessen wir's. Du hast recht. Trotzdem. Schön wär's schon. Warum man seinen Kindern nicht alles bieten kann,
was die brauchen. Ja, wenn man das könnte, dann täten sie mir schon direkt wieder leid. Die schupfen sich und Gott sei Dank, die richten sich schon einen guten Teil ihres Lebens selber zurecht. Hoffentlich. Sicher. Mir ist während der Vorlesung eine Erkenntnis gekommen. Eine echte. Was während der Vorlesung? Du schau. Siehst du, schau dir das an. Ein Gang wie eine Göttin. Oder wie heißt der Fachausdruck für einen weiblichen Hirsch? Schmaltier? Hirschkuh, glaube ich. Ach so. Dann lieber Göttin. Und die Erkenntnis war? Dass unsere ganze Rechtsphilosophie und wahrscheinlich das Recht selbst auf dem Prinzip des Versagens aufgebaut ist. Auf was? Darauf, dass der Mensch versagt, beziehungsweise potenziell jederzeit dazu imstande ist, zu versagen. Hör auf. Erstens versagt er nicht du, immer. Du, ich finde, da ist was Wahres dran. Und das betrifft nicht nur unser Rechtssystem, das betrifft unser ganzes gesellschaftliches System. Der Mensch wird als Versager betrachtet, a priori. Drum die herrschenden Gesetze, darum Bürokratie. Drum der ganze repressive Apparat von der Erziehung bis zur Intensivstation. Dauernde Kontrolle, dass er nicht versagt. Ist doch einleuchtend. Kommst du mit in die Mensa? Nein, du, ich muss dringend nach Haus. Na klar, der Schorsch muss nach Haus. Der Versager rettet sich in den Schutz der Familie. Ich glaub halt nicht an deine Theorie. Wer versagt, ist selber schuld. Also tschüss. Servus. Grüß euch. Was hat er denn? Er sagt zwar, er muss nach Haus, aber ich glaube, er muss sich beweisen, dass er kein Versager ist. Ah, die Hirschkuh. Falls ich von Kollege zu Kollegin in schöner Offenheit etwas bemerken kann. Langsam, langsam. Ich will ja nur sagen, dass... Ich bin daran nicht interessiert. Also sowas von nicht kommunikativem Verhalten habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ich will nur sagen, dass... Falls es jemanden, der zufällig in der Gegend herumsteht, interessieren sollte, wenn ich das Bedürfnis habe, mit irgendwem oder irgendwas Kommunikation zu betreiben, dann suche ich mir den oder das selber aus. Heute habe ich kein Bedürfnis dazu und Lust schon gar nicht. Ich möchte bitte nicht gestört werden. Ist das klar? Verstehe ich nicht. Hallo? Wer steht denn da? The Winner. Anpiascha. Der Nichtversager. Na? Wie ist die Aktion gelaufen? Hat sich meine Theorie verifiziert? Natürlich nicht. Nicht bei mir. Das ist alles nur eine reine Zeitfrage. Hey, mir fällt ein, ich muss anrufen. Entschuldigt's, Papa. Unangenehmer Typ. Naja. Er wird schon noch draufkommen, auf die Realitäten. Ja. Herrgott, musst du denn immer unpünktlich sein? Kannst du nicht ein einziges Mal, wenn es wichtig ist, kannst du nicht einmal pünktlich sein, hm? Ja. Okay, okay. Aber beeil dich, ja? Lucky Unzuverlässiger. Wer war's? Ja, es war der Schorsch. Er verspätet sich um 5 Minuten, sagt er. Wie halt immer. Aber es wird sich schon ausgehen. Bringst du mir mal das blaue Halstuch? Das muss da irgendwo sein.
Danke. Bitte. Was schaust denn wieder so böse? Ich gift mir halt, weil der Schorsch wieder zu spät kommt. Er weiß doch genau, dass er wenigstens heute pünktlich sein soll, der Blöde und der. Red nicht so von deinem Bruder. Ich hab das eh einkalkuliert, dass er zu spät kommt. Wir haben Zeit genug. Wahrscheinlich ist er wieder mit was Weiblichem beschäftigt. Ist er? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Jedenfalls habe ich nichts bemerkt davon. Glücklicherweise. Warum glücklicherweise? Bist du neidisch auf ihn? Eifersüchtig oder so? Nein, überhaupt nicht. Ich auf den Schorsch? Fällt mir gar nicht ein. Also doch. Bei dir tut sich da bis jetzt gar nichts, was? Ich hab geglaubt, die, wie heißt sie? Die kleine Braune aus deiner Klasse. Die Dvorak, meinst du? Ja. Nein, die hat ja was Festes mit dem Eichbach. Die wollen studieren miteinander und so. Ach so. Wie schaue ich aus? Bestens. Ich fände das gar nicht schlecht, wenn du ein bisschen mehr unter die Leute gehen würdest. Du hockst viel zu viel zu Hause herum. Und wohin, wenn man fragen darf? Sport treiben oder sowas? Mag ich nicht. Schadet jetzt dir nicht. Muss ja nicht Sport sein. Diskotheken und sowas gibt's ja auch genug. Da halte ich den Lärm nicht aus. Kannst du mit niemandem reden dort? Und außerdem sind die meisten. Dort geht ja niemand. Da geht ja niemand allein hin. Hast du das gekannt, was ich da vorhin gespielt habe? Natürlich. Dabei übe ich das noch gar nicht so lang. Lenk nicht ab. Ich fände das wirklich nicht schlecht, wenn du mehr unter die Leute gehen tätst. Sag einmal. Weil wir gerade davon reden. Wo sind denn meine Ballettschuhe hingekommen? Welche? Was meinst du? Da oben neben dem Spiegel waren meine Ballettschuhe, die mit denen ich angefangen habe. Wo sind die auf einmal hin? Ich weiß nicht. Um sowas kümmere ich mich nicht. Heini, lieber Heini, du lügst. Du willst es mir nicht sagen, was? Weißt? Du kannst einem schon stark auf die Nerven gehen mit deiner ewigen Fragerei. Du hättest Inquisitor werden sollen oder Untersuchungsrichter oder sowas. Ah ja, versteh schon. Die Mama. Wenn nur der Schorsch endlich daherkäme. Natürlich. Ich denke, es war die Mama. Die hat die Schuhe weggeräumt, damit der Anblick mich nicht an mein Schicksal und so weiter. Heini, schafft's mir die Schuhe wieder her. So lass ich nicht mit mir umgehen. Ich bin nur froh, dass ich die Mama dazu gekriegt habe, endlich wieder in ihren Yogakurs zu gehen. Dass sie auf andere Gedanken kommt und sich entspannt. Schauen Sie, liebe Frau Florian. Marian, ich verstehe Ihre Ungeduld, aber ich kann Ihnen nichts anderes sagen, als das, was ich Ihnen schon 10-mal gesagt habe. Sie müssen diesen Zustand Ihrer Tochter nehmen, wie er ist. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass eine Restitutio in integrum, also ich meine eine volle Wiederherstellung. So viel Latein verstehe ich schon noch. Dass die möglich ist. Aber andererseits, ich bitte Sie, glauben Sie es mir, ich kann auch nicht sagen, dass der Fall hoffnungslos ist. Können Sie nicht oder wollen Sie nicht, Herr Oberarzt? Sie sollen in die Aufnahme hinunter. Ich komme gleich. Noch einmal. Können Sie mir es nicht sagen oder wollen Sie nicht? Ich kann es nicht. Es gibt Spätheilungen, es gibt Veränderungen, die eine Operation sinnvoll oder möglich erscheinen lassen. In unserer technischen Welt glaubt man oft, auch wir Ärzte tun es oft genug, dass der Mensch so eine Art Maschine ist, in der man sozusagen eine Schraube herausnehmen oder einsetzen kann, aber das stimmt nicht. Der Mensch ist ein kompliziertes, sich ständig veränderndes Gebilde. Eine Freundin hat mir erzählt, dass es in Stockholm eine Klinik gibt, wo sie wahre Wunder wirken bei solchen Fällen. Ja, es soll sehr teuer sein, aber... Ja, ja, diese Geschichten kenne ich. Gestern war es eine Klinik in Zürich, vorgestern ein Professor in San Francisco oder sonst wo. Ich verstehe, dass man sich solchen Hoffnungen hingibt, aber bitte glauben Sie mir. Was die können, das können wir hier auch.
Was die tun, sind wir auch imstand. Und bitte glauben Sie mir, Frau Florian. Merian. Ja, also das Gescheiteste, auch im Interesse der Patientin, ist, sich zunächst einmal mit dem Status quo abzufinden. Ja, Schwester, ich komme schon. Also, liebe Frau, Geduld, Geduld. Sie machen es weder sich noch Ihrer Tochter leichter, wenn Sie ungeduldig sind. Herr Doktor, bitte setzen Sie sich. Das macht einen ja ganz nervös, wenn man da so nervös ist. Ja, dieses Extrapulver, da nehme ich extra wegen Ihnen. Als ob ich nicht ohne dich schon genug schluckert. Aber bitte, wir können ja auch morgen oder nächste Woche drüber reden. Mir eilt es überhaupt nichts da. Sie haben Zeit genug gehabt, sich das zu überlegen. Viel zu viel Zeit für unsere schnelllebige Zeit. Also klar, frank und frei und klipp, wie haben wir es zwei mit der Gesellschaft? Merkt, dass ich blöde Witz mache. Das ist schlechtes Zeichen bei mir. Naja, ich weiß nicht, ob ich... Wissen Sie, ich habe wenig Zeit gehabt zum Nachdenken. Herr Doktor, jetzt bitte, Sie reden es da nicht so herum, weil sonst gibt es noch ein extra, extra Pulver. Das darf ich wiederum nicht, weil es meine Schleimhäute angreift. Bitte, gefährden Sie nicht meine ohne dies schon angegriffene Gesundheit. Was ist denn los, bitte? Was wollen Sie denn? Bitte, vielmals um Entschuldigung, ich wusste nicht, dass die beiden... Ja, ich bin gleich durch die vordere Tür. Ich komme dann gleich, Herr Kollege. Entschuldigen Sie. Aber ich bitte Sie, das ist ja selbstverständlich. Entschuldigen Sie, falls ich diesen chinesischen Höflichkeitsaustausch da nur ganz kurz unterbrechen darf. Was wollen Sie bitte? Nur fragen, ob die letzte Zwischgelcheckbilanz vielleicht bei Ihnen liegt. Dann müsst Sie Flügel gekriegt haben, dass Sie von Ihrem Schreibtisch, wo ich Sie nämlich vor Tagen hingelegt habe, wieder zurückgeflattert ist. Na, schauen Sie sich vielleicht einmal im weiten Gebiet Ihres Schreibtisches und könnten interessante Entdeckungen machen, vielleicht. Herr Chef, haben leider wieder mit dem Magen zu tun. Sollten doch diese Akupunktur probieren. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Ja, nur für diesmal, ja, bitte. Selbstverständlich. Ich sehe schon, dass es wichtig ist. Aber meinem Cousin hat es enorm geholfen, diese Akupunktur. Von einem Tag zum anderen blitzartig. Weil diese Störungen eigentlich psychosomatisch sind. So. Meistens. Den zerfrisst die Eifersucht, was? Ja, und mir ist das gar nicht recht. Schließlich muss ich ja mit ihm auskommen den ganzen Tag. Wenn Sie Teilhaber sind, lasse ich das Archiv ausräumen und dann haben Sie Ihr eigenes Zimmer. Das kann man. Ist nicht groß, weiß ich, aber Sie sitzen allein. Überst du stoppen? Ist nicht hell, weiß ich auch. Aber Sie brauchen nicht den ganzen Tag das Gesicht von dem Rameda anschauen. Muss eine Qual sein, eine ständige für Sie. Ach. Ach, das ist gar nicht so arg. Man gewöhnt sich. Wissen Sie, der Mann ist gar nicht so übel. Er ist nur halb so menschenfeindlich, wie er sich gibt. Bitte, was veranlassen Sie denn zu dieser höchst bemerkenswerten, um nicht zu sagen, sensationellen Erkenntnis? Hm? Naja, ich denke mal so. Jetzt sitze ich dem Mann ein paar Jahre gegenüber und ob Sie es glauben oder nicht. Ich hab's hingeschaut. Ich weiß gar nichts von ihm. Wenn er mal ein paar Frauen hat und was er privat eigentlich so treibt. Er versteht es irgendwie großartig, sich vor einem zu verstecken. Menschen sind kompliziert. Das ist unglaublich interessant, was Sie da sagen. Aber ich will doch nicht über Psychologie, sondern Tachles mit Ihnen reden. Also, was ist? Hallo Leute, ich bin da. Wir können anfangen. Ja, zuerst lass dein Warten und dann spielt er sich auf wie der Tarzan am Offenbrotbaum. Aber zurechtgekommen ist der Tarzan immer noch. Na, entschuldigen, ihr wisst eh, wie das ist bei mir mit dem Pünktlichsein. Vermutlich ein pränatales Trauma oder was. Fertig! Seit einer halben Stunde. Und die Mama kriegt Krämpf, wenn die hört, was wir vorhaben. Bitte, die Mama kommt frühestens in einer Stunde. Bis dahin ist die Claudia wieder da. Alles denn, auf los geht's los. Entschuldigt, ich hab noch einen Weg. Ich bin den ganzen Tag zu nichts gekommen. Die Nerven von dem möchte ich haben.
Er wird Ihnen schon helfen. Glauben Sie? Ja, ich glaub's. Stellt ihn da hin. Veranda Brunella haben Konkurs angemeldet. Schau, schau. Sind sie das auch erwischt? Ist der Meier ist noch nicht da. Ja, geht schon kommen. Stellt ihn der Café nur hin. Könnte sein, dass Sie mit Herr Chef anreden sollten, den Zeitgenossen Merian. Ah ja. Ist es endlich soweit? Ah, Sie wissen, dass er Teilhaber. Ich bin ja nicht blöd, dass Sie glauben. Und Sie freuen sich womöglich noch, dass Sie jetzt zwei Chefs haben. Er ist ein reizender Mensch, der Herr Dr. Merian. Und sagt immer, küsst die Hand zu mir, wenn ich ihm den Kaffee bringe. So, da wären wir. Oh, Kaffee gibt's. Ist der Antwort, Herr Berger? Gern geschehen, Herr. Herr. Na, sagen schon, Herr Chef, zu ihm, Sie gibt uns einen Natter, Sie. No. Warum soll sie das sagen? Ja, was stimmt, Herr Chef? Stimmt nicht. Nicht? Denn ich habe Nein gesagt. Aber. Oder damit Sie informiert sind, Herr Kollege, ich habe den Chef gebeten, die Sache auf nächstes Jahr zu verschieben. Ich will jetzt nicht und ich kann auch nicht, denn das wird mir viel zu viel Zeit kosten und Zeit habe ich jetzt nicht. Sie wissen doch, ich habe ein behindertes Kind zu Hause und das muss jetzt wichtiger sein als ein bisschen Karriere. So, und jetzt bitte Schluss dieser Debatte. Nochmals Dankeschön für den Kaffee. Grüß Gott, Frau Berger. Schaut, die geht uns eine Natter, den merke ich später, können uns Gift draufnehmen. Ah, Sie auch? Na komm. Na Moment. Lassen Sie mich doch erst vorbei. Sollen Sie mir einen Aufzug einbauen lassen, da in das Haus? Ja, das ist technisch schwierig und finanziell noch schwieriger. Natürlich, wenn alle Hausparteien mitzahlen würden. Was denn zahlen? Auch noch. Das lohnt sich nicht mehr in unserem Alter, gell? Rosi? Mir geht's Fuß. Bis zum Schluss. Idiotisch, wie die Häuser früher gebaut haben. So ein Haus ohne Lift. Grüß Gott, Fräulein Claudia. Was kann der Zeuger nicht zu viel? Entschuldigen Sie, Sie machen das ja ganz falsch. Schauen Sie. Grüß Gott, schauen Sie mal her. Sie müssen, das ist so. Erstmal muss man den Fuß umgehen. So, eins, zwei. Dann die Klappen hoch. Klappen. Links, so. Und dann müssen Sie aufpassen, dass Sie immer die Balance halten. Das Gewicht muss immer hinten sein und nicht vorne. So, jetzt. Dann umdrehen. Ja, Gesicht nach vorne. Kann man das da bei den Rädern nehmen? Ja, mach das. Na, also, und jetzt aufpacken. Ho, hopp, los! Dankeschön, Herr Zögernitz, Sie sind der Beste. Keine Ursache. Gelernt ist gelernt. Und du bist wirklich ganz allein raus? Ja, Heidi, fang nicht schon wieder damit an. Naja, wenn's meinst. Ich meine. Wir könnten ja hinter dir hergehen, in einen Abstand oder so. Ihr sollt's mich in einer Dreiviertelstunde abholen. Ja. Das ist so ausgemacht und ihr habt es versprochen. Aber. Ganz allein lassen Sie es fahren? Sie hat so wollen, um jeden Preis. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Sowas muss man auch lernen, wissen Sie? Sie kennen unsere Schwester nicht, Herr Zögernitz. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat, dann. Es ist für Sie so eine Art. Eine Art Bewährungsprobe oder so. Sie ist um die Ecke. Trotzdem,
Ich würde Sie nicht jetzt schon allein lassen. Wir auch nicht, Herr Zögernitz. Wir auch nicht, ja. Das ist ein Wahnsinn. Die Wacht, sie dreht sich jetzt gleich nach uns um. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab die Nerven nicht dafür. Ich lauf hin. Nicht da. Sie will's allein schaffen. Ich halte es nicht aus. Es geht ja, es geht ja. Bis jetzt hat's es geschafft. Sehr gut. Pass auf, jetzt gehen wir rüber. Denn keiner? Wo halt wo? Vielleicht, wie macht man das am besten? Wir den Wagen vielleicht auf? Einer hinten und jeweils einer da. Ja, gut. So. Ja, schauen wir mal, ob es geht. Dankeschön. Ich helfe Ihnen. Geht nicht vorne. Warst du die Gegend? Nein. Kennen Sie vielleicht den halben Kitz? Ja, gehen Sie rein, schnell. Dankeschön. Geht nicht? Oh ja. Geht's so? Wir haben's gleich. Noch bisschen. Ja, jetzt geht's gleich. Was? So. Okay, vielen Dank. Danke vielmals. Ja, danke. Sehr schön. Vielen Dank. Sie können gleich da bleiben. Ja, gut, ich stempel nur schnell. Dann geben Sie mir die Fahrkarten. Ja, danke. Da. Wo müssen Sie raus? Ich weiß noch nicht, ich fahre immer los. Wir wollten in die Stadt fahren. Die fährt uns weg. Komm! Allerhand. Allerhand. Sie spinnt. Ich sag da, die spinnt. Mir imponiert sie. Kannst sagen, was du willst. Die Claudia ist die einzige in der Familie, die weiß, was sie will. Jetzt fängt's auch noch zum Tröpfeln an. Nehmen wir uns ein Taxi. Geniale Idee. Da drüben stehen eh welche. Hast du einen Guide? Nein. Und du? Auch keins. Im Yoga-Kurs? Wo sonst? Und? Wie war's? Angenehm? Entspannend und so? Vielleicht hilft's. Danke. Psst. Wieso rührt sich nichts in der Wohnung? Sie ist nicht da. Oben werden heute ein bisschen spazieren fahren sein mit dir. Es regnet doch. Was ist das? Die habe ich da weggeräumt gehabt. Wie kommen die da her? Es muss die Bedienerin gewesen sein. Das ist wirklich eine Gedankenlosigkeit von der Person. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was? Die Claudia wird mit solchen Erinnerungen leben müssen, weißt du? Ja, man muss es ihr nicht schwerer machen als notwendig. Übrigens, ich muss dir was gestehen. Gesteh's mir bitte in der Küche, ja? Kurz und gut, ich mach das nicht. Mit der Teilhaberschaft.
Also nicht? Wird mir doch hübsch ein paar Stunden mehr kosten, vor allem am Abend. Das ist halt momentan doch nicht das Richtige. Was meinst du? Du wirst schon recht haben. Schwer gefallen? Na, schwer ist übertrieben. Bisschen schwer halt. So wie mir mit der Idee, dass ich wieder zu studieren anfangen könnte. Geh, schneid ein bisschen ein Brot, ja? Die Kinder müssen ja jeden Moment zurück sein. Ich verstehe das nicht, dass sie bei dem Wetter unterwegs sind. Zweite Hiobspost. Wegen der Wohnung habe ich mich erkundigt. Keine Aussicht. Es gibt einfach zu viele Fälle von der Art. Sagen Sie ein Wohnungsamt. Unsere Lage scheint momentan nicht sehr aussichtsreich zu sein, nicht? Nicht sehr, nein. Aber eins muss man sagen. Nicht, dass es ein Ausgleich wäre. Aber die Buben. Ja. Das finde ich auch. Also ich finde, dass die sich hervorragend benehmen mit der Claudia. Wirklich hervorragend. Das haben wir ganz gut gemacht mit denen, nicht? Ja. Wenn wir auch sonst nicht sehr erfolgreich sind, aber in der Hinsicht wenigstens haben wir. Sie kommen. Ja. Einen Moment. Du musst jetzt hinten drauf, ja? Ja, ich weiß. Ein mieses Wetter ist das heute. Servus, Papi, ich mach schon zu. So, das wär's. Du musst den Schlüssel dann abziehen. Sag mal, wo kommst du denn her? Aus der Stadt. Darf ich vorstellen, das ist der Paul. Freut mich. Ich bin nämlich ein Kollege, vom Schorsch. Und den Herrn Zögernitz, den kennst du ja. Wer ist denn der Schorsch und der Heini? Ja, wieso sind die nicht da? Die waren doch mit dir unterwegs? Nein. Du bist ja ganz nass. Ja, weil es regnet. Komm, Mama, hilf mir umziehen. Ja, warum muss der bei den Wettern da? Ich weiß nicht. Ja, da muss ich den Herrn also vielmals danken. Das ist ja gern geschehen. Aber ich verstehe nicht, wieso. Das ist ganz einfach. Ich habe die Claudia am Schottentor getroffen und als es angefangen hat zu regnen. Servus, Papa. Was machst du da, Pauli? Ist die Claudia da? Sie sind nämlich auf und davon. Plötzlich war sie weg. Und dabei habe ich ihn noch geschafft. Wir müssen die Polizei anrufen oder irgend sowas. Nicht notwendig. Ich bin ja schon da. Also, das ist doch die Höhe. Wir rennen dir nach wie die Irren. Quer durch ganz Wien. Und du fährst uns mit der Straßenbahn davon und dann sitzt gemütlich zu Hause. Der Paul hat mich. Aber was soll das überhaupt heißen? Wie redet ihr eigentlich mit mir? Und wieso wisst ihr das mit der Straßenbahn? Habt ihr mich verfolgt? Na klar, Hammer. Glaubst du denn, dass wir dich da so einfach und allein durch Wien kutschieren lassen, nur weil du dir das so einbildest? Wir greifen an den Kopf. Es war ausdrücklich ausgemacht, dass ich allein, ganz allein fahre. Euer Ehrenwort habt ihr mir gegeben. Sag mal, du bist einfach so. So ganz einfach. Auf euch soll man sich verlassen. Sei lieber froh, dass wir aufpassen auf dich. Eine Gemeinheit war das von euch. Du benimmst dich wie eine Gans. Ihr glaubt's wohl, ich will ewig von euch abhängig sein, aber ich will das nicht. Ich will nicht. Naja. Dann, guten Abend, Wiederschauen. Naja, also, guten Abend allerseits. Hat mich sehr gefreut. Nein, bitte bleiben Sie doch da. Ich bin eh gerade beim Abendessen machen und ich glaube, das wäre jetzt das Richtige, nicht? Ja, bitte. Wo ist denn die Blume?
Bitte, Herr Zegönitz, nehmen Sie sich einen Käse. Und die Straßenbahn ist sehr nett. Ich könnte kreuz und quer durch ganz Wien fahren, glaube ich, und allein. Und die meisten Leute sind auch sonst nicht so. Kaum hat es irgendwo nicht geklappt, war schon einer da und hat mir geholfen. Ich habe nicht einmal bitten müssen. Und stellt's euch vor, ich bin durch die ganze Fußgängerzone gefahren. Kärntner Straße, Graben. Geschäfte habe ich mir angeschaut. Wenn ich wollen hätte, ich hätte was kaufen können. Bloß mit der U-Bahn. Also das wäre ein Problem, glaube ich. Obwohl, da tät sich bestimmt auch wer finden. So jemand wie der Paul zum Beispiel. Also Paul, du warst großartig, wirklich. Bitte. Und natürlich schon wieder der Herr Zögernitz. Wie wir angekommen sind, ist er unten am Haustor gestanden. Gerade als ob er auf mich gewartet hätte. Sie wissen ja, ich stehe unten auf beim Tor und schau mal die Leute. Ich hab's geschafft, Papa. Ich hab's geschafft, versteht's ihr? Ja, aber trotzdem. Ich werd's auch weiter schaffen. Ich garantiere es euch. Ich weiß schon, dass es noch einen Haufen Probleme gibt, klar. Aber ihr braucht euch jetzt nicht mehr so viel Sorgen, um mich zu machen. Versprecht's mir das. Wir werden unser Möglichstes tun.